Einen schönen guten Tag. In diesem Video werden wir uns die Verwendung von Grundpreisangaben auf einem Etikett, und zwar auf einem Dymo-Labeldrucker bzw. auf einem Brother-Labeldrucker ansehen. Hierzu möchte ich Sie zuallererst bitte auf unseren Online-Helper verweisen. Dort können Sie zum Beispiel Grund angeben und Sie halten nun die Informationen Grundpreisangaben im Artikel stammen. Auf diese werde ich in diesem Video nicht explizit eingehen. Was ich gemacht habe, ich habe für unseren Sommerrock, habe ich gesagt, ich habe eine Inhaltsangabe von 0,500 Gramm. Wie das zusammenhängt, bitte in dem Video hier Artikelstamm Grundpreisangaben nachsehen. So, jetzt habe ich das gespeichert und jetzt sage ich hier, ich will mal schnell ein Etikett haben. Etikett für Artikel anlegen. Okay. Und jetzt drucke ich mir das Ganze aus. Zuerst einmal sollte ich sicherstellen, ich glaube, das habe ich hier in dem noch nicht gemacht, dass wir in der Karteikarte Hardware, Drucker, hier Adressetiketten, unsere Artikeletiketten auch auf einen Dymo Label Writer verweisen. Hierzu gibt es auch wieder ein tolles Video oder tolle Videos. Wenn Sie einfach mal Dymo eingeben, sehen Sie hier zwei Anleitungen, wie Sie einen Dymo in der 400er Serie in Betrieb nehmen und wie Sie einen Dymo in der Serie 450 in Betrieb nehmen. Demzufolge ist der 400er auch mit der Softwareversion 7.8 und der 450er mit der Softwareversion 8.x verknüpft. Aber das erhalten Sie, oder hier erhalten Sie auch eine schöne Hilfe oder eine Anleitung, wie Sie Ihren Drucker installieren. So, wir haben gesagt, die Artikeletiketten wollen wir nun auf unseren Dymo Label Writer 450 installieren. Jetzt gehe ich auf Etiketten drucken. Und diese haue ich jetzt einfach mal raus. Die brauche ich jetzt nicht. Ich sage jetzt mal, da habe ich jetzt 0. Okay, da mache ich jetzt auch 0. Und da mache ich jetzt auch 0, weil interessiert uns jetzt nur dieser Sommerrock. Nun gehen wir auf Konfiguration und sagen nun, dass wir die Dymo Software in der Version 8 verwenden, weil wir haben ja die Dymo Software 8. Nun gehen wir ebenfalls oder erneut auf Konfiguration und klicken auf Felder deklarieren an. Hier haben Sie nun eine Liste mit verfügbaren Feldnamen, die Sie natürlich anpassen könnten, wenn Sie wollten. Ich empfehle Ihnen, lassen Sie es aber so stehen. Wir sagen nun, dass wir die Grundpreisangaben natürlich auf dem Etikett haben wollen. Nun müssen wir sicherstellen, dass unser ausgewähltes Etikett dieses Textfeld oder dieses austauschbare Feld enthält. Wenn Sie die Software Version 8 von Dymo verwenden, empfehle ich Ihnen, die Etiketten mit diesem Punkt Label hinten raus zu verwenden. Wenn Sie die Software Version 7.8 oder 7.x von Dymo verwenden, dann können Sie die LWL-Dateien nehmen. Okay, ich sage jetzt mal hier, ich nehme einfach mal dieses Etikett, ne, und sage hier wabi-artikel-etikett 1 und so. Nun sage ich Preisetikett bearbeiten. So, die Dymo-Software hat jetzt auf meinem anderen Bildschirm geöffnet. Macht nichts, ich ziehe sie jetzt einfach mal rüber. So, na komm, machen wir es ein bisschen kleiner. So. Dieses Etikett, das ich hier ausgewählt habe, hat bereits ein Textfeld, auf das wir klicken können, und zwar mit der rechten Maustaste. Dann erreichen wir die Eigenschaften unseres markierten Textfeldes. Hier sehen wir in der Karteikarte erweitert den Objektnamen Artikel, also Unterstrich Artikel Unterstrich GPN. Bedeutet nichts anderes, Wabi versucht während des Drucks oder bevor er ausdruckt, die Informationen der Grundpreisangaben von Wabi aus an Dymo zu senden. So, wir tun jetzt mal so, als ob dieses Textfeld nicht da wäre. Na, das kann ja sein. Okay. Wenn Sie Ihr eigenes Etikett entwerfen oder designen, das machen Sie ja hier im Dymo. Sehr, sehr schön finde ich auch diese Zoom-Funktion. Da können Sie wirklich auch Ihr Etikett größer zoomen, so damit für Sie die Bearbeitung Ihres Etiketts besser ist. Des Weiteren können Sie natürlich dieses Layout auch anpassen, dass Sie sagen, mein Etikett hat ein anderes Layout. Wie Sie das natürlich tun, entnehmen Sie bitte der Hilfe in Ihrer Dymo-Software. Denn mit dem Designen des Etiketts haben wir an dieser Stelle nichts zu tun. Okay, wenn Sie ein Objekt einfügen wollen, klicken Sie auf Einfügen. Hier wählen Sie dementsprechend das Objekt, das Sie einfügen wollen, zum Beispiel Text. Und Sie sehen nun, dass Ihr Dymo-Label-Drucker ein Viereck gezeichnet hat. Soweit so gut.
Es geht jetzt hier nur um das Ganze zu veranschaulichen. Ich habe das jetzt einfach mal kleiner gezogen. Das müssen Sie dann dementsprechend auch positionieren, an der Stelle, wo Sie es natürlich haben wollen auf Ihrem Etikett. Und nun ist das Schöne, können Sie hier auf Eigenschaften oben klicken, wenn Ihr Objekt markiert ist. In den Eigenschaften klicken Sie die Karteikarte Erweitert. Hier steht ein Objektname. Dieser Objektname muss mit den Einstellungen von Wabi Profi 3 übereinstimmen. Wenn Sie sagen, dass die Grundpreisangaben mitgedruckt werden sollen und hier das Häkchen auch gesetzt haben, dass es verwendet werden soll, ja, weil es ist ja so, es wird hier alles hinterlegt und Sie können sagen, das will ich verwenden und das will ich nicht verwenden. Okay, jetzt habe ich mir den Namen kopiert, also ich habe ihn markiert und STRG C gedrückt und nun wechseln wir wieder auf unsere Dymo-Software. In das Feld Objektname mache ich jetzt STRG V und kopiere mir den Namen. Nun haben Sie, wenn Sie OK bestätigen, die Voraussetzung geschaffen, damit die Grundpreisangabe gedruckt wird. Die Grundpreisangabe haben wir in unserem Beispiel hier jetzt zweimal, damit Sie es auch sehen, damit es funktioniert. Ich ziehe das mal ein bisschen da so runter. Wir sollten nun die Grundpreisangaben zweimal auf dem Etikett haben. Das Ganze speichern wir nun. Wir sagen Datei, speichern als. Und wir können unserem Etikett nun einen neuen Namen geben. Was wichtig ist, dass die Benennung Wabi3-Artikel-Etikett Etikett 1 erhalten bleibt und Sie dahinter dann Ihre eigene Definition angeben. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, egal. Normalerweise das Etikettenformat. Wenn Sie die Version 8 von Dymo verwenden, speichern Sie es bitte hier mit der Endung Label. Jetzt sage ich hier Speichern. So. Das Etikett wurde nun in Dymo gespeichert. Jetzt mache ich die Dymo-Software zu. Hier muss ich auch noch einmal schließen. Ich klicke erneut auf Konfiguration und sage Felder deklarieren. Und wir haben nun, wenn wir es erneut aufmachen, wird unser Verzeichnis erneut eingelesen. Wir haben das zuvor gespeicherte oder modifizierte Etikett. Das wähle ich hier aus und sage Schließen. Nun klicke ich den Button Vorschau an und sage hier markiertes Etikett drucken. Nun sollte unsere Dymo-Software öffnen. Ja, und wir sehen hier, dass wir hier unsere Grundpreisangabe haben. Hier 100 Gramm ist gleich 6.398 Euro. So, das ist jetzt ein sehr, sehr schönes Beispiel. Jetzt könnt ihr sagen, hier, Moment, wir haben noch dieses Objekt zweimal eingefügt. Richtig. Aber Dymo ist, was heißt leider oder Gott sei Dank so schlau, dass er sagt, hey, ein Objekt kann nicht zweimal mit dem gleichen Namen vorhanden sein. Ist ja klar. Wenn wir hier drauf gehen und auf Eigenschaften gehen, sehen wir, dass wir in der Karteikarte erweitert hier diesen Platzhalter, dieses Präfix, Unterstrich Artikel, Unterstrich Grundpreis, also GPN haben. Dieses zweite Objekt, das wir gerade vorhin eingefügt haben, hat jetzt nun in den erweiterten Eigenschaften den Namen --Artikel-GPN-1. Das heißt, die Dymo-Software hat gesagt, okay, es gibt zwei Objekte mit den gleichen Namen, also benenne ich ein Objekt um. Macht aber nichts. Dieses Video ist ja eigentlich nur dazu da gewesen, Ihnen zu zeigen, wie Sie die Grundpreisangaben auf Ihren Dymo-Etikett einpassen.